Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube? Willkommen zur zweiten Episode von The Volta Story Modus 2 in FIFA 21. Und es geht weiter. Letzte Folge haben wir alle vier Spiele gewonnen, haben uns für Dubai mäßig qualifiziert. Wir haben jetzt noch ein Spiel vor uns. Und wenn wir das gewinnen, dann werden wir nach Dubai fliegen. Ich bin gespannt, was für Story-Animationen hier heute auf uns zukommen. Bon Schlonzo ist auf jeden Fall gut drauf und ich würde sagen, wenn ihr, genau, Volta hieß das hier, wenn ihr Volta fühlt, dann lasst wieder ein Like da. Die letzte Episode haben wir, glaube ich, 6.000, 7.000 Likes geknackt. Ich habe das Video um 0 Uhr morgens hochgeladen, einfach mal so, und ihr habt trotzdem gut rasiert. Lasst wieder ein Like da, ja? 5.000 Likes wären auf jeden Fall cool. Abonniert kostenlos meinen Kanal, hier kommt Volta, hier kommt Ultimate Team, hier kommt Livestreams, alles, was das Herz begehrt, und eine broke Frisur. So, Sao Paulo haben wir durch, dann geht's jetzt nach Milan, Junge. Milan, mal gucken, was hier abgeht. Flugzeug ist da, wir fliegen kurz nach Milan. Ui, ein Feini. Gucken, was hier direkt abgeht, Jungs und Mädels. Schöne Animation direkt wieder. Ui, sieht nice aus. Da habe ich Bock zu zocken, Milano. Jawoll, Junge, das sieht doch wieder gut aus hier. Das sieht doch wieder gut aus hier alles. Die Skills. Ist eigentlich unser Teamkollege schon weg? Oder ist er noch da? Ich glaube, der ist schon mit KK unterwegs, ne? Wichtig, die letzte Episode erstmal gucken, dann diese hier gucken. Oh, da sind wir, da sind wir, da sind wir. Wir machen schon Auge. Izzy? Wer will das wissen? Wir hatten doch telefoniert. Wer hat das arrangiert? Wegen des Spiels. Welches Spiel? Hey, ich mach doch nur Spaß. Oh. Was meinst du, warum wir hier sind? Witzig. Ihr sorgt ganz schön für Furore. Nicht nur bei Bea, selbst Kaka hat mich vor euch gewarnt. Ui. Hat er das? Kaka redet über mich? Nein, über mich natürlich. Wir freuen uns auf euch. Und auf ein gutes Spiel. Braucht ihr ein Warm-up? Keine Eile. Danke. Auf WC. Echt ein gutes Team. Izzy ist ein Techniker, aber sein Team hat vor allem Power. Also lasst den Ball laufen und verzichtet auf Zweikämpfe. Auf Kapitän angelegt. Entscheide du. Oh, Leute, macht Bock, macht Bock, macht Bock. Ich würde sagen, wir wailen mal kurz auf Training. Wir gehen mal direkt auf Hopsflimmelmäßig ins Einzelspiel rein. Und ich bin mal gespannt, was die drauf haben, die Jungs da, die da eben so ein großes Maul hatten. Mit dem Teamspiel, mit Avatar-Spiel, Multiplayer, mit dem Teamspiel, Junge, let's go. Hoppala, nochmal kurz ein paar Tricks raushauen, hier ein bisschen, oh, ein bisschen nochmal so auf uns zeigen, hops genommen, mäßig. Da sind wir ready. Was ein Kampfgeschrei, Junge, so will ich das sehen. Die Lions. Ui, die haben aber auch ein Baba-Emblem mit so Kanone an, so eine Kanone. Mal gucken, können wir ein bisschen besser skillen? Ah, okay, die Skills sind noch nicht so da. Bei ihr, vielleicht bei Jake. Erstmal direkt alles ausprobieren. Okay, Jake kann auch noch nicht so gut skillen. Wir haben einfach unseren besten Mann verloren. Unseren besten Mann haben wir verloren. Und diesmal sind wir auf einmal mit dem Torwart unterwegs. Komm. Und die sind gut, man merkt das schon. Die haben was drauf. Boah, man merkt. Die sind echt nochmal besser als die im letzten Spiel. Das ist diese andere Qualifikation für Dubai. Ich merke das schon. Zack. Zack. Zack, komm. Und Schuss. Ja! Hoppala. Ach, verdribbelt. Jetzt aber. Können wir schon McGiddy spinnen? Ja. Ein Finesse? Es klappt! Es klappt! Bon Schlonzo macht's möglich. Geh zur Bande. Geh zu den Fans. Zeig, was du drauf hast. Jawohl. Hippala. Und hoppala. Was ein schöner Finesse. Besser ging da gar nicht. Ich sag gar nichts dazu, Leute. Ich sag gar nichts dazu. Nein, das hab ich nicht gebracht, oder? Ui, was ein schöner Trick. Aber wir haben einfach den heftigsten Schuss aller Zeiten. Der Torwart ist zu schlecht. Er ist offiziell zu schlecht. Nein, nein, nein. Oh, der Typ ist lost. Und jetzt kontern wir. Jetzt kontern wir. Ich will ein Trickschusstor machen. Ich will ein Trickschusstor machen. Lupfer wieder. Lupfer kann er. Und das sollten unsere Gegner sein. Noch 46 Sekunden. Bevor es um ist, machen wir Blitz-K.O. Komm, komm, Bonschlanze. Du machst das. Du machst das. Du machst das Ding fertig hier. Pack ein, mach fertig. So ein Ding ist das. Blitz-K.O.
ab geht's nach Dubai. Hoffentlich hält Bea ihr Versprechen ein. Und hoffentlich macht Kaka keine Auge. Kein Auge. Boah. Ihr habt's auf Dubai abgesehen. Ja. Das ist der Plan. Ihr seid auf einem guten Weg. Danke, er gibt Props. Er gibt Props. Er ist wenigstens ein Ehrenmann. Er ist wenigstens ein Ehrenmann. Und das geht in die Geschichte ein. Das Tor wird niemand vergessen. Zaparapara. Oh, Glückwunsch. Champ-Trainingshose. Jetzt haben wir schon Schuhe, Champion-Schuhe und Trainingshose. 9,1er Bewertung. Das ist wild. Wollen wir uns gleich mal umziehen gehen oder so? Ich klicke erstmal noch auf Weiter. Und wir checken erstmal, was jetzt so für eine coole Sache kommt. Ah, okay, wir müssen jetzt anscheinend trainieren gehen. Dribbling-Training. Ich brauche doch nicht mehr Dribbeltraining. Habt ihr gerade gesehen, was ich da rausgehauen habe? Was für Training? Ich will spielen. Aber gut, dann machen wir mal ein schönes Dribbling-Training. Was müssen wir machen? Zack, 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 zack. Bam, durch da. Zack, zack, bam, durch da. Super, Superman und zurück. Und Abschluss. Schuss halten. Schuss halten. Bang. Nächster Ball, nächster Ball. Komm, gib Gas. Zack. Oh, jetzt kommen Gegenspieler und so auch noch. Ja, aber das ist ja nichts. Nichts. Nichts, was uns hier aufhalten kann. Und der nächste Ball. Heel to heel, Abschluss. Und das Training ist doch wieder exzellent absolviert. Super. Aber jetzt kriegen wir sogar noch eine Jacke dazu. Oh, nee. Abwehrtraining. Gar keinen Bock auf sowas. Ich kann sowas gar nicht. Abwehr war nie meine Stärke. Abwehr war nie meine Stärke. Ich war immer so dieser offensive Spieler. Guck. Und obwohl Abwehr nie meine Stärke war, habe ich trotzdem eine exzellente Leistung abgerufen. Super. Super, Bonschlon. Was ist das für eine Hose? Exzellent. Ich bin eine gute Trainierer-Absolvierer. You come in deine Bonnie. Mohawk Violet. Ui, ui. Abschirm. Schön abschirm. Jetzt kommt er gleich. Dann geht er durch und dann macht er ihn. Super. Super, super. Okay, wir haben alles absolviert. Geht's jetzt nach Dubai oder was? Wir sind wieder im Flugzeug angekommen. So muss das sein. Hey, das war ein richtig tolles Spiel. Sogar besser, ja, als ich dachte. Danke. Ich muss zugeben, ihr habt echt eine Menge drauf. Ich will ein Rematch beim Streets and Icons in Dubai. Bis bald. Ui, in Dubai gibt's also ein Rematch, oder was? Dann gehen wir jetzt mal nach Sydney und ich hoffe mal, dass wir jetzt die ein oder andere saftige Sache erleben können. Ich dachte aber, es geht jetzt nach Dubai. Wieso geht's noch nicht nach Dubai, erst nach Sydney? Ui, was geht ab? Schön. Sieht gut aus da. Sieht echt gut aus da, oder? Ja. Hält gut den Ball hoch, aber ein bisschen am Handy dabei chillen, ne? Muss auch sein. Das muss auch sein, merke ich gerade. Schön am Warm machen, also so ein Ding ist das. Wo bleibt er denn bloß? Wer bleibt wo? Ich wollte ja längst hier sein. Das ist er. Sorry, ich habe es eben gerade noch gedreht. Edwin Hills, alles klar? Ey, freut mich. Sicher. Wenn ihr noch nicht so weit seid, können wir auch noch ein bisschen auf euch warten. Nein, nein, wir können direkt loslegen. Okay. Na klar, ganz wie ihr wollt. Wir machen uns voll. Erzfeinde. Das sind jetzt Erzfeinde, weil er zu spät gekommen ist. Das ist Edwin Hills, Leute. Sein Team kann den Ball ewig halten. Das wird nicht einfach. Dann halten wir sie so gut es geht in Schach. Ja? Geht hart in die Zweikämpfe. Wir brauchen wohl noch etwas. Kleines Warm-up? Immer diese Warm-ups, doch. So, ich bin jetzt hier nochmal im Teammanagement drin. So sieht das hier aus. Ich bin natürlich im Angriff und das können wir alles so lassen eigentlich. Das heißt, das passt schon, Alter. Wir geben Gas. Wir gehen ins Spiel. Ey. Juga Bonito gegen die Street Kings. Wild. So sehen unsere Gegner aus. Die müssen wir heute schlagen. Heavy Metal. Ich will jetzt aber mal meine Skills verbessern und so. Schreibt mir mal in die Kommentare, ab wann ich das richtig machen kann, weil ich möchte mal wieder ein bisschen mehr skillen. Diese Skills, die wir hier machen können, die sind ein bisschen boring so. Gar nicht mit 5 Sternen. Ich wollte gerade sagen, der macht Eigentor. Was ist denn hier los? Ich muss sagen, die Atmosphäre... Oh no, oh no, oh no, oh no, der hat mich hops genommen. Ich wollte gerade sagen, die Atmosphäre hier im Stadion, die gefällt mir sehr. Und da haben wir super gekontert. Was? Ein Schuss, Junge. Schön. Oh ja. Ja, da staunst du, ne? Oh. Zack, zack. 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 Oh, wir sind so gut geworden. Wir sind so gut geworden.
Nicht mit mir. Klasse Tor. 8,0 er Bewertung. Ja, Jungs, wir wollen hier auf jeden Fall auch wieder einen Blitzkau machen. Super. Einfach super, was ich hier alles mache. Und er will nicht mehr. Er weiß, dass ich übrigens ein YouTube-Video hochlädt davon. Geil. Aber ich glaube, jetzt heißt es, dass die Gas geben werden. War das gut von ihm gemacht, mit so einem Lupfer mäßig. Aber da ist alles frei. Ja, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Wakes, bleib auf dem Boden der Tatsachen. Aber jetzt beenden wir das Ding. Blitz K.O. 5-0. Das sind wilde Shorts, die wir hier bekommen haben, ne? Einfach eine 9,6er Bewertung bekommen. Und wir haben schon 1419 Volta-Münzen. Mal gucken, was wir jetzt noch so machen können. Unsere Entwicklung sieht auch super aus. Guck mal, hier kriegen wir wieder ein bisschen mehr Attribute und so. Neue Skillpunkte erhalten ein. Challenges. Joa, geht auch gut voran. Läuft alles. Die Einnahmen sind auch wieder cool, die wir hier bekommen haben. Verdiente Volta-Münzen insgesamt 1419. Ja, ich glaube, die ganzen Trainingseinheiten, die wir hier haben, die werde ich jetzt kurz simulieren mäßig. Das heißt, ich werde die machen, aber euch nicht reinschneiden, weil ich glaube, das juckt niemanden. Wir wollen wissen, was jetzt passiert. Wir sind wieder im Flugzeug zurück. Ich habe das Ganze simuliert, das Ganze sehr gut abgeschlossen. Ein paar Mal exzellent, ein paar Mal nicht so exzellent. Dass es so lange gedauert hat. Aber jetzt ist das Video da. Sieht super aus. Ich danke euch. Wenn ihr nach Dubai kommt, drehen wir auf jeden Fall noch eins. Aber dann geht das Ganze anders aus. Okay. Spannend. Sydney auch abgeschlossen. Es geht jetzt nur noch nach Paris und danach geht's nach Dubai. Das große Finale wahrscheinlich, ne? Hey, geil. Richtig Paris-Feeling schon hier direkt bekommen. In der ersten Szene. Haha, Eiffelturm. Olle! Ach, das ist doch echt diese Skillerin aus Paris. Lul, die ist im Spiel drin. Ich will auch ins Spiel rein, EA. Oha. Kennt ihr die? Eins in die Kommentare, wenn ihr sie kennt. Wie heftig ist das denn? Hey, Lisa. Hey, schön dich zu sehen. Wie läuft's? Ganz Lisa gut. Skill oder so heißt die. Ziemlich viel unterwegs. Hab's gehört. Erst Sao Paulo und jetzt wieder Paris. Was kommt danach? Dubai? Ja. Von Bea. Du suchst deinen Gegner. Ja, erwischt. Dein Team ist wohl genauso gut wie du. So spielt man eben in Paris. Leute, Lisa Freestyle. Hey. Hallo. Hey. Wir haben auch unsere Tricks. Eine Challenge? Ganz schön selbstbewusst. Seid ihr bereit oder braucht ihr ein Warm-up? Er wird von einem Mädchen gefrontet. Aber wir brauchen bisher noch kein Warm-up. Wir haben bis jetzt alle geschlagen. Also was willst du von mir? Dann zeig ich dir mal, wo der Hammer hängt. Yeah! Wir sind auf der rechten Seite. Wir machen mal hier direkt ein bisschen Zeichen setzen. Direkt Ball hochflicken, nochmal den Ball hochflicken. Hier ein bisschen nochmal zurück, zack. Hochhalten. Ja, was wollt ihr eigentlich? Gegen uns! Gegen uns müsst ihr aufpassen, wie es hier läuft. Einer, zack. Zack. Ui. Super Pass. Und da sieht er uns. Und Don Schlonzo. Sicheres Tor. Haha, was ein Jubel. Oha! Cooler Jubel. Yep. Hoppala. Ich kann nicht mehr. Nein. Super. Jetzt kommt Kontern. Erstmal da. Das ist ohne Abseits. Nein. Oh. Okay, jetzt. Ihr habt echt was drauf. Was? Überrascht? Hatte irgendwie ganz vergessen, wie gut du bist. Ja. Gib mir den Ball. Erst fronten und jetzt sagen, du bist gut, ne? Erst fronten und danach Eier einziehen. So ein Ding ist das, Lisas Freestyle. Oh, jetzt, die will richtig ernst machen. Was macht die? Oh, die macht auf einmal ernst. Habt ihr das gesehen? Dieser gibt mir den Ball eben in der Animation. Auf einmal macht die ernst. Die machen auf einmal ernst, Mann. Ich krieg gar nichts mehr hin. Auf einmal sind die so gut geworden. Die haben mir so Vorsprung gelassen, glaube ich, extra. Trotzdem gewinnen wir das hier. Was passiert? Was passiert hier jetzt? Wie soll ich Black Screen?
Er will auf einmal zeigen, was er drauf hat. Don Schlonzo. Yeah. Ach, war das schon das finale Tor? Ist das Ding schon durch? Ich dachte, eins fehlt noch. Das war doch jetzt das vierte, oder? Oder war das schon das fünfte? Das war scheinbar schon das fünfte. Wir haben Lisa Skills einfach aus dem Stadion gehauen. Saftiger Hut, auf Nemo angelehnt. Hey, ab jetzt könnt ihr allen sagen, dass ihr Fußballspielen in Paris gelernt habt. Richtig gut. Seid jederzeit willkommen. Viel Erfolg. Wir sehen uns in Dubai. Jawohl. Leute, das Training absolviere ich auch nicht mehr. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir sind so gut drauf. Es ist genug Training. Wir wollen uns auch nicht übertrainieren. Es geht nach Dubai. Ich stehe über KK in Kontakt mit den Organisatoren in Dubai. Sie beobachten euch und sie wollen euch haben. Ihr habt euch diese Einladung verdient und bekommt alles bezahlt. Ihr müsst nur noch entscheiden, wie euer Team aussehen soll. Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Okay, Leute. Ich würde sagen, Dubai sehen wir dann in der nächsten Episode. Wir haben heute viel gesehen. Lisa Freestyle hat einmal bei uns aufgemuckt. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Coole Animationen sind da gekommen, beziehungsweise viele Story-Einheiten. Jungs, liken nicht vergessen, wenn ihr Volta weiter sehen wollt. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr Ultimate Team-Videos und so weiter sehen wollt von mir. Ich bin hyped. Ich hoffe, ihr seid auch hyped. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Gute Nacht.